Hallo? Ja, wir sitzen hier unten fest. Jemand hat die Türe zugemacht. Alles klar. Schicken Sie das Einsatzkommando. Ja, perfekt. Dankeschön, bis gleich. Vielleicht. Hallo ihr Lieben, sicher könnt ihr bei diesem kurzen Video, bei unserem ersten Bunkerbesuch feststellen, wie unsere Gefühle uns förmlich überrannten, weil wir einfach nur begeistert waren, dass wir durch totalen Zufall diese drei Jungs getroffen haben und dann auch noch diesen Bunker entdeckt haben. Ja, wir waren eigentlich nur noch überwältigt und begeistert und wussten überhaupt nicht mehr, wohin mit uns, was man hier auch spüren kann. Ja, seht es uns nach, weil die Experten unter euch, was Bunker betrifft, die können euch natürlich hierüber was erzählen. Wir absolut gar nicht. Wir haben es entdeckt, sind reingegangen und waren einfach nur begeistert und sind den drei Jungs total dankbar, dass sie uns an diesem Tag ein kleines Lächeln auf die Lippen gezaubert haben. Ganz lieben Dank nochmal an Niklas, der das hier super gemeistert hat. Dankeschön und nun viel Spaß. Jetzt bin ich gespannt. So Leute, die Kollegen, die wir hier getroffen haben, die haben ja noch eine Karte dabei gehabt und haben noch gesehen, dass hier ein Bunker ist. Das ist eigentlich unglaublich. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier Zugang zu dem Bunker haben. Und? Das ist auf jeden Fall jede Menge Müll. Lernen Sie auch einfach und? Da was? Aber wir haben doch von irgendwas gesehen. Ja, von irgendwo wieder. Das ist, denke ich mal, hier. Am Ende haben die da wirklich Äste vorgehauen und da ist eine Rissen. Das würde schon Sinn machen mit dem Bunker. Cool, wir haben den Zugang zum Bunker gefunden. Oh, warte, ich halte dich. Soll ich? Komm her. Ja, die sind jetzt neu. Das ist tatsächlich hier. Bin ich doch schon dabei. Aber, oh hier. Hier liegt schon erstmal. Bitte? Bin schon dran. Also ich film schon, wenn ich. Warum liegt denn hier so viel Scheiße, oder? Ist doch bloß noch Gitter. Das ist der Bunker. Ach Quatsch. Ey, ich geh kaputt. Ey, ich geh kaputt, Digga. Das ist doch nicht der Ernst. Ja, ich weiß nicht, was. Wir sind im Bunker. Der Bunker war zu. So hier. Und jetzt sind wir. Das ist krass, oder? Komm. Komm. Wie geil ist das denn? Das hätte ich ja nicht mehr träumen lassen heute, dass wir noch in den Bunker gehen. Ist das geil. Na klar. Der ist nicht mal. Alter, hier saß jemand drauf, hier war eigentlich der Sattel. Hä? Das ist der Lenker. Hä? Hat hier jemand gekurbelt, der hinten Motor angezogen. Und so ein Motor angezogen. Ach, Quatsch. Für ja, die Rüstung das bestimmt. Ja. Krass. Stell dir mal vor, du bist dann 18 hier unten. Bester Job, Alter. Sitzt hier Rüstung, da guckst du dir die ganze Zeit an die Wand. Nicht mal ein paar. Ach, hier hat jemand den bespaßt. Ja. Das ist wahrscheinlich. Der hat das Ding abgemacht und der hat da durchgeguckt. Der ist übel zerschrocken. Du bist doch schon. Ey, wie krass ist denn das, hä? Kann doch keiner zumachen, ging nicht mehr. Nee. Doch. Nee, ich hab's versucht. Nee, ja. Aber die vordere Tür. Ja. Also nicht die ganz vorne, sondern die andere. Ja. Ich werde jetzt jemand reinschießen. Wir waren schon mal auf dem Lost Place eingeschlossen. Ach Quatsch. Da haben sie mit dem Auto haben sie rückwärts richtig gegen die Tür gefahren und haben dann alles zugemacht. Mussten wir aus dem ersten Stock rausspringen. Warum das? Na, eine Beschreibung. Ja, was denn jetzt für die Schreibung? Ich glaube, hier rechts und links geht's weiter. Ey, der hat einer gesessen und gedämmelt noch und hat das belüftet hier, das Ding. Ja, hier. Wie krass ist denn das? Ey, das ist... Guck mal, bitte hin, Leute, ich will euch mal ein Foto machen.
Das, was wir schon immer wollten. Locker, weil für muss ja sein. Und? Was ist denn? Da geht's wieder. Hier war bestimmt noch Öl drin oder so. Oder Wasser, oder? Einfach nur Frischwasser vielleicht? Das kann auch sein. Weil hier, das ist ja da, hier hat es ja die Anzeige, wie viel drin ist. Ist das hier für deine Seriennummer, wenn du das mal googelst, was hier eigentlich für was der Motor mal gemacht ist? So, wir zapfen uns jetzt mal auf. Ey, dass das aber alles noch so leichtgängig ist, hä? Ja, das ist denkst du, es ist eine Bieranlage, oder? Ja. Ach so. Also, ein Glas Bier. Das muss ich ganz schön drücken, ne? Eine Klasse muss jetzt mit ins Raum mitkommen, ja. Also, du gehst dich wirklich gut aus, du gehst dich wirklich gut aus. Und wenn inner dämmelt, haben wir festgestellt, da geht er wieder das Licht. Okay. Ey, das ist ja wirklich mal. Oh, hier, ich raste aus. Digga! Da bist du halt glücklich, ne? Endlich hast du Glück. Endlich können wir die Feuerwehr rufen. Geil. Charlie und Luna ist nicht erreichbar gerade. Oh ja, ich merke es hier schon irgendwie. Okay. Hallo. Ja, wir sitzen hier fest. Wir haben eine Demo-Tür gemacht. Wir müssen hier raus. Wer ist denn zeitig? Ich gehe ja kaputt, Leute. Haben wir einen Bunker gefunden. Wir sind im Bunker. Hier, Befehlsausgabe. Sein. Guck mal. Mach mal so schnell, ich hab Angst. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Achso, warte mal. Ich hab gerade was gesehen. Hier. Achso, hier ist das irgendwo. Wo der in den Gedämmel musste, glaube ich. Glück, den doch kein Mensch, ey. Bist du hier in so einem Laborgebäude und daneben ist ein Bunker? Also das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. Also hier unten kannst du noch schön wohnen. Ja.
Wir sind im Bunker. Der Bunker war zu hier. Hä? Ich würde. Ja, tschüss. Ey, hallo. Oh, alles zu. Ey, das ist das nächste noch, wenn da mal. Krass, oder? Krass. Kann das einer zumachen? Geht nicht mehr. Krass, Leute, hier ist gleich mal ein Bunker, das gibt's nicht. Was jetzt? Der hat das Ding aufgemacht und der hat doch durchgegangen. Scheiße, das hätte ich filmen müssen. Du bist ein Arschloch. Ey, wie krass ist denn das? Kann ja keiner zumachen, noch ging nicht mehr. Nee. Doch, doch. Nee, ich hab's versucht. Nee, aber die vordere Tür. Ja. Also nicht die ganz vorne, sondern die andere. Ja. Wenn sie jetzt jemand einschließen, wir wurden schon mal, wir wurden schon mal im Lost Place eingeschlossen. Ach Gott. Da haben sie mit dem Auto haben sie rückwärts frisch gegen die Tür gefahren und haben dann alles zugemacht. Mussten wir aus dem ersten Stock rausspringen. Okay. Und das? Na, die kleine Bescheuerung. Na was denn, ja, geht's wohl nicht weiter? Na toll. Ey, der hat immer gesessen und gedämmelt, ne? Hä? Und hat das belüftet hier, das Ding. Quatsch. Ja, ja. Wow. Der Helm. Wie krass ist denn das? Film, du mal bitte hinleuchten, dass ich mal ein Foto mache, Hossi. Das ist hier ein Bunker, ich glaube, das ist nicht. Lass mal die Tür. Das, was man immer wollte. Ja. Oh. Ruf mal an, Jo. Nein, klar. Brauchen wir nicht. Eins. Geht das ein bisschen schneller? Null. Hallo? Ja, wir sitzen hier unten fest. Jemand hat die Tür zugemacht. Wir müssen hier raus. Wer ist denn zeitig? Es gibt Rouladen. Alles klar. Schicken Sie das Einsatzkommando. Ja, perfekt. Dankeschön. Bis gleich. Ja, vielleicht. Die kommen. Wir schicken eine ganze Mannschaft. Wir sind im Bunker. Hier, Befehlsausgabe. Niklas, hast du uns jetzt eingesperrt? Wir sind zu, hä? Ja. Ja. Geil. Ja. Gut, also. Macht's gut. Na, wir hatten jetzt wen eingesperrt? Ich hab euch eingesperrt. Nee, ich hab dich eingesperrt. Ja, ich hab dich eingesperrt. Alter, der Paul hat jetzt so gemacht. Scheiße. Der hat keinen Bock mehr auf uns. Wisst ihr, wo ihr lang geht, wo ihr hin müsst? Ja, jetzt raus. Achso. Alter, ist die was steht hier? Was ist Maul? Die ist richtig schwer, die Konvention. Wo ist jetzt mein Mann? Hasi! Ja, das heißt Garagentür, die scheint sich auch. Guck mal, dort oben steht auch einer. Hey, wenn mal der Welt untergeht, ja, suchen wir die ganze Zeit schon. Da bringt aber weh, die fährt mit. Geht die noch zu, die Tür? Nee. Die davor ging zu. Die war bloß angelehnt, ey. Aber geil, oder?